Es sind alle hart ins Leben hineingestoßen worden. Sieht aber niemand da, der an seine Wundcreme gereicht hätte. Inzwischen bin ich 30 Jahre, wohlgemerkt. Meinen Sie ernsthaft, dass wegen mir jemand auf Nacht um 23:30 in einem Medizinstackel umeinandergerannt, mir ein Pflaster aussucht, mir hinten ein Popo draufklebt und sagt, es wird schon wieder. Sieht es doch nicht so schlecht, deine Mutter, so schaut's doch aus, jetzt sind wir doch ehrlich. Ihr seid einer da vom Hirlhari Lettensepp-Fanclub. Sie, dann richten Sie ein bisschen aus. Er kann vorn an der Garderobe sein Hirderl abgeben, weil das tritt für ihn alleine auf. Hauptsächlich saturiert er doch, der Bayer. Ja, sieht der Bayer, der saturiert. Mit Betonung auf Sau, ja. Also er brät an, er schwingt im heißen Fett. Schweiner vom letzten Mittwoch. Ja, sieht der Bayer, der saturiert. Auch wenn er sonst nichts kapiert. Warum gibt's so wenig Frauen im bohrischen Kabarett? Die Großen stellen sie dumm. Darum. Warum erzähle ich Ihnen das? Schauen Sie, das Problem ist, dass die Männer und die Frauen früher in Bavaria über Generationen hinweg sexuell nicht richtig aufgeklärt worden sind. Ja? Zu den Kindern haben sie so Sachen gesagt wie, ja, der Richtige, der kommt schon noch. Sie, der Kind, eben nicht, ja? Schauen Sie mal, ich bin vor 3 Wochen 30 geworden. Ich gehe quasi schon auf die 40, so kann man sagen. Jetzt habe ich letzte Woche in Oberammergau angerufen und gefragt, wann der Bursche jetzt endlich mal fertig geschnitzt wird für mich. Weißt du, wenn du es im Leben wirklich zu was gebracht hast? Wenn du mit Werner Schmidbauer einen Berg aufgedärfst und für deine Arbeit ein windiges Fleischpflanzerl kriegst, dann bist du der Hexte von ganz Bayern. Aber ich bin eher der Typ, der saturiert ist. Ich pack mir diesen Pressack dann, hau ihn mir sauber rein in meinen Suppenschlitz, über mir noch der Suppenbrunzer, der ins Tellerl tropft, und dann hau ich mich samt nicht vorhandenen Knädelfriedhof vom Fernseh und schlaf. Verstehen Sie? Ohne geistige Ansprüche. War heute schon einer da, der es da sagt? Nicht, gell? Ja. Drum hab sie gemacht. Ich hink mir schon seit 2 Stunden der Rose, aber wir waren jetzt noch mal mit Schnänzen. Und der Spachtelmassing sich bröckelt auch schon in mein Schweinersnei. Und ganz frisch lässt man fällt auch nicht mehr. Ich nehme mal nochmal eine schöne eiskalte Halle und für meine Halle einen Putz an fürs Gesicht.